was für Mann. Ich glaube, die sind eine Tasche. Alter, was geht ab, Leute, hier, die mir am Start? Was geht? Ein paar Finanzen machen wir jetzt. Dimi ist kurz pissen bei seinen Landsleuten. Ja, wir haben alles erledigt für ihn. Morgen ist der Freezer, der 10 Jahres 2X Freezer, und da will er auch reingehen. Da habe ich ihm alles gezeigt, vorbereitet, und ich bin bereit, er ist bereit, Lauge ist bereit, Bagisch ist bereit. Wie es bei den anderen aussieht, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und dann... dann freezen wir. Freeze, Alter. Was soll ich sagen? Hier passiert irgendwas, Leute. Münchner Straßen. Ja, ich muss ehrlich sagen, Münchner Straßen sind langweilig, Mann. Man kennt echt jede Ecke in Wien so. Ich bin mit offenen Augen rumgelaufen, alles neu entdeckt. Boah, das ist krass, das noch nie gesehen. Und hier, dein Leben lang dieselben Straßen. Irgendwann kennst du alles, auch so. Ja, mein. Ist schon okay. Ich habe gerade Dimi gesagt, in 10 Jahren könnte Defi bei 1000 liegen oder bei 0. Oh mein Gott, nein, echt nicht bei 0, hör mal auf jetzt mal. Kein Problem. Wir werden es ja rausfinden. Hey, schau mal. Ja. Es könnte sein, dass die einen neuen Wagen vorstellen. Neues Modell? Ja, kann nicht sein. Cool. Alter, weißt du, wo wir mal hin müssen? Ja. Ich war. Ich war auf so einem, ich weiß jetzt den Namen der Ortschaft nicht, das ist draußen am Euro Industrie Park. Da haben die so eine Art Auto-Motor-Welt oder so aufgebaut. Okay. Und da haben die zum Beispiel, da war ich mit einem Freund von mir, da haben die verschiedene Sportwegen, die jetzt wirklich schon in gehobener Preisklasse sind. Okay. Oder auch Automodelle. Und die kann man testfahren dann da? Nee, nicht testfahren. Ach so, die kannst du erwerben, Teilzeit. Ah, okay. Oder auch nur besichtigen. Es ist auch eine Art Museum. Ah, okay. Ja, da war zum Beispiel auch der Wagen von Paul Walker. Oh, ja, der Original, der in Too Fast and Furious gefahren wurde. Ah. Ja, da war auch zum Beispiel der Wagen, die Limousine von Muhammad Ali. Oha. Ja. Okay. Der Wagen von Elvis Presley. Okay. Richtig cool, also richtig cool, echt auch richtig cool, schön gemacht. Und das ist noch nicht mal fertig, das ist relativ neu. Ja, da könnten wir mal hingehen. Ja? So TBT-mäßig. Yay. Bist du eigentlich noch TBT? Oh mein Gott. Nee, was? Ist so, ist so. Oh mein Gott. Es gibt noch ein krasses Restaurant da, bei diesem Museum. Ja, auf jeden Fall gestern. Es kam ja Ivans Geburtstag sozusagen dazwischen. Wir wollten ja eigentlich nach Regensburg fahren, so einen kleinen Ausflug mit der Gruppe. Wir haben voll vergessen, dich einzuladen. Aber du hättest ja gerne mitkommen können dann. Beziehungsweise jetzt beim nächsten Mal, wenn wir... Wo denn? Also wir wollten, wären gestern Ivans Geburtstag nicht dazwischen gekommen, nach Regensburg, Valhalla gefahren. So, mit allen halt, so kleiner Ausflug, Tagesausflug. Ansgar, was ist dort? Das ist so ähnlich wie der Olymp. So vom Gebäude her, so eine Attraktion, sag ich mal. Die sieht so ähnlich aus wie der Olymp, ja. Endgeil. Oh mein Gott, da hat mich als Griech nicht mitgenommen, Mann. Ja, nee, ist ja eh ausgefallen, aber nächster Ausflug denke ich an dich. Sehr gut. Okay, Leute, ich habe gerade was entdeckt. Also ich habe halt so ein Mädchen gesehen, die sah halt ein bisschen so aus, als wäre es ihr unangenehm. Und so eine Asiatin, die hat ja angequatscht. Und ich habe letztens so eine Doku gesehen über so eine koreanische Sekte und dass die da irgendwelche Leute rekrutieren. Habe ich Dimi erzählt, yo Dimi, ich glaube, wir könnten dieses Mädchen retten, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist es ihr unangenehm, das ist vielleicht so eine, die nicht sagt, hey, lass mich mal in Ruhe, sondern ist ein bisschen ruhiger, schüchtern, und jetzt ist sie schon in diesem Gespräch und wo sie nicht mehr diesen Zeitpunkt findet, wo man sagt, hey, lass mich in Ruhe. Ja. Und da habe ich Dimi gesagt, hey, lass mal kurz rüber und uns anhören, nur so, ich hatte so ein Gefühl, und nur so anhören, worüber die reden, und tatsächlich haben die so über dieses Zeug geredet. Bestimmt, ja. Und jetzt überlegen wir, ja, wie können wir da, oder ob wir überhaupt was machen sollten, oder ob wir jetzt vielleicht sagen, hey, Schwierigkeit ist halt natürlich, da kannst du halt irgendwo auch nicht eingreifen, weil es schaut jetzt nicht so aus, als wäre sie komplett dagegen irgendwie. Weiß nicht. Ich kann jetzt auch nicht abschätzen, wie alt sie ist, weiß ich nur, ne? Also, im Endeffekt, die Frau tut nichts verboten, sie redet ja nur. Ja, tut sie auch nicht, aber... Als ich vorbeigegangen bin, hatte ich halt echt das Gefühl, hier ist gerade das angenehm, sie will weg, aber
Man könnte halt jetzt hingehen und sagen, hey, alles gut, sollen wir die verscheuchen oder interessiert dich das halt echt? Ja, so direkt halt. Weil, ist ja so eine kleine, ruhige, schüchterne vielleicht. Boah, keine Ahnung, Mann. Willst du dein Leben retten, ja oder nein? Oh mein Gott, was fragst du mich, Mann? Nee, ich weiß es nicht, Mann. Okay, Leute, das war diese Sekte. Oh mein Gott. Das, die meinte, das ist jetzt unser Feind. Oh mein Gott, das hab ich nicht gesagt, Mann. Nee, aber ja, wir sind nicht dann komplett dazwischen gegangen. Wir haben uns die Situation angeschaut. Und danach habe ich halt das Mädchen noch schnell angequatscht. Und habe halt gefragt, ja, was war und war das diese Sekte? Und war es ihr unangenehm, wollte sie raus und so, dies, das. Und ja, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, aber ja, sie wusste es auch. Also sie hat sich jetzt nicht einlullen lassen. Sie hat nur irgendeine E-Mail angegeben, kein, nicht ihre persönlichen Daten, dies, das. Und sie war jetzt auch nicht verführt. Also alles gut, alles gut. Aber ich hatte einfach ein schlechtes Gefühl. Ich habe die mir gesagt, hey, lass uns kurz diese Lage beobachten, 2-3 Minuten und dann. Schon echt krass. Dann können wir einfach weitergehen. Ich habe sowas. Ich habe jetzt zum ersten Mal von dir heute von der Gruppe gehört. Ja, man, koreanische Sekte, passt auf, Leute. Also alle so K-Pop-Fans und so. Oh mein Gott. Wie kommst du denn da drauf? Ja, weil die das als Einstieg so. Trigger benutzen? Ja, so. Hey, hier steht doch auf koreanisches Zeugs und so und dann. Okay, und dann so, da, das ist so. Heftig. Ja. Heftig. Krass. Aber alles gut, Happy End, Leute, Happy End. Aber passt auf vor so Koreanern, die euch auf der Straße anschauen. Wobei, es müssen nicht mal nur Koreaner sein, aber. So, ja. Passt einfach auf, Leute. Einfach aufpassen. Konzentriert euch lieber auf Cashflow. Oh, das ist die richtige Sekte. Krypto. Oh mein Gott. Alles für Krypto, Leute. Kommt in unsere Sekte, Alter. Oh mein Gott. Ich habe mir so einen Bowl geholt. Digga, die ist doch riesig. Alter, die hat mich zerstört. Also das war so viel. Das sind doch eigentlich 2 Mahlzeiten, so viel wie da reingestopft wird. Und so, wie soll ich das nennen? Und so zarte Mädels hauen sich doch diese Bowls ständig rein. Respekt. Ich muss euch mal was zeigen, Leute. Ein Kollege hat mir, ihr wisst ja, ich habe mein Instagram mit meinem privaten Facebook aus Versehen irgendwie verbunden. Und seitdem sehen meine alten Schulfreunde und so meine Stories von Instagram. Ja, mein Kollege hier das hier geschickt. Mein Gott, 9. Klasse oder sowas, Mann. Alter. Und, ey, ich versuche für meine Mom so einen Termin zu machen, bei der, um ihren Aufenthaltstitel zu verlängern. Alter, ich finde nicht das. Also sie hat mich am Montag gefragt, also vor einer Woche, und da hatte ich keine Zeit, da hatte ich für Wien vorbereitet. Da habe ich gesagt, lass das doch einfach meinen kleinen Bruder machen, dies, das. Und er und mein Vater haben das nicht hinbekommen. Und ich finde es auch nicht. Also ich habe irgendwo angerufen, die meinten, ja, ich muss hier und da anrufen, dann habe ich da angerufen, dann meinten die, ja, telefonisch geht das nicht, nur online, und online sehe ich nirgendwo Termin vereinbaren, wirklich nirgendwo. Und ich denke mir so, Digga, wie soll irgendein random Ausländer, der seinen Aufenthaltstitel verlängern will, das schaffen, wenn nicht mal ich das schaffe? Ey, ich bin echt verzweifelt, ich finde nicht diese Unterpunkt Termin vereinbaren. Und noch irgendwas wollte ich euch erzählen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach so, das mit der Sekte. Koreanische Sekte Shincheonji. Heißt wahrscheinlich so. Das habe ich bei Y-Kollektiv gesehen, genau. Hier. Sekte Shincheonji. Was steckt hinter der koreanischen Neureligion? Ich glaube, das war das. Das ist was, glaube ich, von mir, Leute. Ah, nee, ja. Ich treffe mich jetzt noch mit den anderen. Ihr wisst, wir machen jetzt Fitness. So, ach so. Servus, Mann. Heute keine Hände frei. Es geht. Alles gut. Hey, Laura, wie geht's dir? Gut, servus. Danke auch. Halt Ohren hast du. Echt? Und Marco, wie war das Training? Bin ich Marco? Ja, Mann, du bist doch der erste Kommandant. Da bist du White oder was? Ja, Mann. Ich glaube, bald ist mein Ende gezählt. Oh mein Gott. Viel Spaß, keine Ahnung. Also, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, Mann, bis zum nächsten Mal. Ich sag's euch, macht eure Systeme, mein System funktioniert. Ich schicke euch noch ein paar Beweisvideos. Was für Systeme? Ja, halt Technik, wie ihr was drin. Oh mein Gott. Yo, das war's von mir und Dimi und ja, dieser kleine Vorfall. An sich haben wir eigentlich nichts gemacht, aber
fürs nächste Mal vielleicht in derselben Situation anders reagieren, schneller reagieren. Ich hatte einfach ein mulmiges Gefühl und wollte das einfach mal abchecken. Und ja, hat sich an sich bestätigt, nur man hätte ein bisschen früher, ein bisschen mehr handeln sollen. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Also nichts passiert, an sich wahrscheinlich eh nichts passiert. Aber trotzdem halt Sekte und so, ihr wisst. Die einzige Sekte ist Krypto, Alter. Heute 10 Jahresfüße. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Ihr müsst ja Bitcoin, DFI, 10 Jahresfüße, Cashflow generieren. Und ciao.